In der Wolke aufzeichnen. Adelaide, rennst du auch draußen? Dann habe ich aber keine Zugmöglichkeit. Das ist das Problem. Also rein und raus geht nicht, oder? Was meinst du? Doch, 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 das geht schon. Da brauche ich halt ein bisschen mehr Zeit wahrscheinlich. Aber es wird schon gehen, ja. Ja, das können wir mal testen, ja? Ja. Also, wir haben heute ein Workout. Das dauert 3 Minuten pro Runde. Und es sind 10 Runden. Das Workout dauert damit wie lange, Adelaide? Was? Drei Stunden, oder? 30 Minuten. Ja. Also 30 Minuten lang, 10 Runden, jeweils 3 Minuten pro Runde Zeit. Für 400 Meter laufen, den Rest der Zeit maximal Burpee Pull-Up oder Burpee Gorilla Rows, ja, mit 2 Dumbbells. Zack. Burpee Gorilla Row. Für die, die keine Zugmöglichkeit haben. Aber da gibt es, glaube ich, nur noch einen, aber das ist eine aussterbende Rasse, liebe Svenja. Gell? Ja. Die Ausrede mit dem Gorillas sind tatsächlich vom Aussterben bedroht. Das stimmt. Ja, die Ausrede mit dem Hausmeister zieht nicht mehr. Ja. Ja. Ich lasse mir eine neue einfallen. Nächsten Monat nach dem Urlaub, Jochen. Skill Conditioning haben wir danach noch mit Handstandlauf oder Wallwalk und Handstand Push-Up. Ihr seht ganz viele Druckübungen für die Arm- und Schultermuskulatur. Das wird auch noch mal ein bisschen gemein. Aber das schauen wir uns dann an, wenn es soweit ist. Jetzt bereiten wir uns erstmal aufs Workout vor. Und wir starten mit 100 Meter Laufen oder 10 Shuttle Runs. Also wer 100 Meter laufen kann, sollte das bevorzugen. Ansonsten 10 Shuttle Runs. Wir starten in 10 Sekunden. Jawohl. Und los geht's. So, danach geht es gleich in 10 Deadmarch. Das ist die Geschichte, wo wir beide Beine gestreckt haben und immer mit beiden Händen zum vorderen Fuß runtergehen. 10 Wiederholungen. Laufen wir ein bisschen im Raum rum. Dann braucht ihr ein Band. Ein nicht allzu leichtes. Ihr stellt euch in das Band rein, am besten doppelt draufstellen. Und wir ziehen das Band zur Hüfte, um schon mal ein bisschen 10-mal für die Gorilla Rows vorbereitet zu sein oder für die Zugübung an der Stange. Dann habe ich die alternierende Spider-Man. Ausrüstung nach vorne. Kein Handstand. Aufdrehen. Sprungwechsel. So, hast du es nochmal gewechselt? Okay. Oh, meine Beinchen. Was machen wir eure Beinchen? Fühlen sich richtig gut an. Oh, mein Rücken merke ich auch. Oder so die Seiten. So. Was ist denn das hier? Hier die. Nicht die Wings. Die Wings nicht. Ach, der andere. Okay. Jetzt warten wir kurz, bis alle fertig sind. Und dann gehen wir in den Handstand rein. Da ihr alle Profis seid, sind mir 10 Sekunden zu wenig.
Machen wir mindestens 15, weil in 3, 2, 1, Handstand. Zwei, eins, runterkommen und wieder laufen. Und danach wieder die Deadmarch. Ich glaube, die Susi hat schon ein paar Probleme mit der Leitung. Hast du geflogen? So, wer dann Klimmzüge macht, kann sich schon mal an die Stange hängen. Schon mal so ein bisschen in den Kipping reingehen. Die anderen arbeiten gerne mit dem Band weiter für die Gorilla Rows. Ja, noch nicht ganz hoch, Adelaide, noch locker bleiben. Dann kommen die Spider-Mans. Ruby, wir sehen dich nicht. Ich sehe nur, dass du da bist irgendwie. Aber der Bildschirm ist schwarz. Wieder weg. Da soll man keinen Ventilator holen, sondern vernünftiges Internet. Oh, yeah. Achtung, 10 Sekunden. Handstand. In 3, 2, 1 und hoch. Und runter. Drei oh. Runden oder zwei? Nee, wir bleiben jetzt bei den 6 Minuten, machen noch ein bisschen Mobility. Okay. Machen wir einfach noch ein paar Hindu-Push-ups. 6 an der Zahl. Schön tief reingehen. Ah. Die kann ich am frühen Morgen nicht verzichten, auf die Dinger. Da wird nochmal jeder Schmerzpunkt auf. Jetzt ist er wieder. Ich habe noch länger. Alles klar, dann. Danke. Ey, das ist jetzt nochmal. Alles klar. So sind wieder da. Ja, teilweise zumindest. Und dann nochmal 6 Mobility Squats mit Aufdrehen, Schulter und dann war's das. Und wichtig ist, dass wir schön laut stöhnen dabei. Das zeigt immer, wie alt wir uns fühlen, aber nicht sind. Oh yeah.
So, und dann würde ich nämlich sagen, wir machen noch eine schnelle Testrunde mit 400 Meter Laufen. Damit wir mal ein Gefühl kriegen. Also ich brauche zwischen 1,45 und 2 Minuten im Normalfall für meine 400 Meter. Das sind aber auch echte 400 Meter. Jetzt hat der ein oder andere ein paar Hindernisse im Weg mit Treppen oder sonstigem. Deswegen sollten wir da mal gucken, wie viel ihr wirklich braucht. Adelaide, bist du startklar? Ja. Wie schaut es mit dir aus? Svenja, rennst du raus oder bleibst du oben? Nee, ich bleib im Treppenhaus. Das hat die letzten Male auch immer gut funktioniert. Also das klappt auch mit den 1,45 bis 2 Minuten. So lange brauche ich schon. Gut, Adelaide, dann gib uns 10 Sekunden. Dann laufen wir los und schauen mal, wo wir wieder reinkommen. Machen wir mal 200 Meter. Und los geht's. Ja, das passt, Adele. Na, Susi, was ist los bei dir? Susi, gibt es Probleme mit dem Netz? Total. Ich habe überhaupt nichts mitgekriegt, habe jetzt das Warm-up gemacht und jetzt habe ich das Handy angeschaltet. Okay. Also es waren bei dir 2:11 jetzt, Dagmar. Ja. Wo ich dich wieder gesehen habe. Und Svenja 2:26 scheint mir ein bisschen zu lang zu sein. Svenja. Ich war gar nicht laufen, Jochen. Ich war gar nicht unterwegs. So. Lass sie mal laufen. Wir haben ja noch 10 Mal. Das eben. War ich ja. Eben, ich muss die Körner sparen. Okay, dann macht mal jeder 5 Burpee Pull-Ups oder Gorilla Rows, bitte. Einfach mal 5. Flipping oder strict? Das kannst du machen, wie du willst. Wie machst du? Ich mach strict. Weil es einfach schneller ist. Jawohl. Ich habe noch mal eine Frage. Ja? Zu den Burpees. Ich mache den Burpee, springe aber nicht hoch, sondern ich hänge mich dann gleich und ziehe mich hoch. Du kannst hochspringen,
Guck mal, ich mache einen Burpee und springe hoch. Ja. Ja. Und jetzt springe ich hoch. Ja. Okay, genau. Ja, dann stimmt. Also es hängt aber davon ab, wie weit der Abstand ist zu deinem, deinem Griff. Ja. Ich komme, ohne Hochspringen komme ich gar nicht ran. Ja. Das heißt, ich muss schon springen. Aber wenn er so tief ist, dass du gar nicht springen musst, doch, doch. Dann ist vielleicht besser, dass du aus dem toten Hang dich hochziehst. Ich bin ja keine 1,80 Meter, ne? Susi ist wieder da. Ich versuche es nochmal mit dem Tablet. Wobei mein Handy funktioniert das besser, habe ich das Gefühl. Ja klar, aber das ist die Datenvolumen im Handy. Ja, aber es ist halt stabiler für dich auch. Ja, ich weiß ja jetzt, wie es geht hier heute. Das ist viel Spaß. Scrollst du ein bisschen hoch? Ja, warte. Ich muss jetzt mal kurz die Zeit machen, dann scroll ich hoch. Also 3 Minuten. 10 Runden. 10, 3. Jawohl. Das immer. Jetzt kommt Svenja dran. Jawohl. Und ich habe noch eine Frage. Wir zählen dann, Score sind dann die Wiederholungen, die wir schaffen, ne? Klar. Die Burpees, oder? Genau. Ja. Die Burpee-Pull-Ups. Also nur die vollständigen Burpee-Pull-Ups. Wenn ihr aufs Piepen einen Burpee macht, dann ist das ein No-Rap. Wie bei den Games heute. Ja, man braucht immer ein bisschen Atempausen. Ah, das wird überbewertet, sag mal. Das mit dem Atmen. Ja, stimmt. Atmen und trinken. Also ihr entscheidet natürlich, wann ihr aufhört mit euren Burpee-Pull-Ups, wie viel Pause ihr noch zur nächsten Laufrunde braucht. Nach 3 Minuten piepst es und ihr müsst wieder los. Ja, also das entscheidet ihr, wie viel Pause ihr euch gönnt. Okay, Aufgabe verstanden. Mhm. Letzte Susi Gedächtnisschritt. Yes. Auf Susi. Yes. War nur auf Susi. Lass sie uns erhalten bleiben online. Also 400 Meter oder 40 mal 10. Genau. Hast du da noch keine 400-Meter-Runde dir ausgemessen? Doch, habe ich, aber hier steht alles voll Autos und ich weiß nicht, da ist auch ein Hund, ob ich das Tor offen lassen kann. Ich muss mal gucken, ich lasse mal die erste Runde. Der Hund ist immer schlecht. Ja. Warte, ich mache kurz noch Musik. Geht sofort los, keine Angst. Lautstärke. Okay, ihr Lieben, ich fange mit der Musik ein bisschen eher an. Hört bitte aufs Piepen. Ich wünsche euch viel Spaß. 10 Sekunden. Stand to the heart.
Sekunden. Oh. Ja, mal neun. Thank you.
Thank you.
ganz schlimm. Also, ich habe 93. Oh, jetzt sind wir 12, 19 mal 9. Reise zählen. Sag mal, wie wärst du? 52. Was? 52. 52? Ich auch. Wow. Sag mal. Easy. Yeah. Mit dem Champion Dagmar zusammen. War ja mega stark, wann du die Arme. Hey, umgekehrt. Selber. Ja, 78. 78. Und Elevate? Ich habe 87. Alter. Ist jetzt so wild. Jetzt. Also ab der 8. Runde wurde es unangenehm, finde ich. Also richtig unangenehm. Ja, war bei mir auch so. Ist bei dir auch so was, Jochen? Ab der 2. Okay, es geht, ja, der Wind ist angenehm. Ist eigentlich optimales Wetter. Ich bin auf 10 Höhenmeter insgesamt. Zusätzlich. Wie viel? Bitte? Wie? 10 Höhenmeter habe ich insgesamt in der prallen Sonne. Ich muss immer erst bergab und heim wieder bergauf laufen. Oh yeah. Ja, wie viel sind das dann über alles? Wie viele Höhenmeter das sind? 10. 10. Okay. Ja, also wenn ich, weiß ich nicht, 3, ich habe vielleicht 3 oder 4. Ja. Ja, aber ich hätte es alle lieber genäht. Aber dann hast du ja einen Vorteil, dass du immer auf dem Rückweg angeschoben wirst. Ist ja viel leichter. Na, gar nicht. Ich wohne oben und ich muss immer erst runter und wieder rauflaufen. Ja, bei mir ist es auch so, weißt du. Ist egal. Ich muss auch oben. Ich muss auch erst hoch und dann wieder runter und dann wieder hoch. Okay. Gleiche Verhältnisse. Okay. Abwechslungsreich, ja? Gell? Oh, das war gemein. So. So, dann kommen wir jetzt mal zum nächsten. Ich ziehe jetzt meine Schuhe aus. Es braucht keine Schuhe mehr. Meine neuen Aldi-Socken kann ich auch ausziehen. Geil, Chibo. Ich habe auch Chibo. Keine Chibo. Also meine Chibo, die haben ja auch Laufwoche gehabt. Die liegen ja im Regal bei Chibo, weil ich warte auf die Abreisung. So weit ist schon gekommen. Ja. Hast du ein größeres? Dann sag mal Bescheid, Jochen. Also wir haben hier in der Nähe so ein Outlet-Chibo. Outlet. Da kann ich dich mit allem, was Reduziertes, eindecken. Ach so, echt? Da hauen die alles raus, was wahrscheinlich übrig geblieben ist? Genau. Alle Größen. Große Mengen. Ist richtig groß. Ja, erzähl doch ein bisschen. Ich habe gestern... Wir haben ja so eine Spezialkisten bei Chibo, so eine Klappkisten. Wir machen völlig Schleichwerbung. Da kommen die Retouren rein. Also das, was nicht abverkauft wurde, haue ich da rein. Und dann haben die gestern so eine Pappdreiecke mitgeschickt. So lang, so 60 Zentimeter und ist halt ein dickes Pappdreieck. Dann habe ich meine Chefin gefragt, wofür brauche ich denn das? Ja, das legst du in die Kiste links und rechts rein. Weil die Kraftfahrer, die Kisten rücktransportieren, die drücken die auf, obwohl die verblombt sind, und holen sich da das Zeug raus. Oh. Ja? Und das wird damit vermieden. Da wäre ich nie drauf gekommen, ja? Die klauen das Zeug aus den Kisten, wo die eigentlich kommst du nicht ran. Aber die haben da so eine Gewaltanwendung, dass sie da reinkommen, ohne dass du es siehst. Naja, gut. So zu meinem 5-Job. Also ich kann es nur empfehlen, wem langweilig zu Hause ist, der macht einfach Chibo, ein paar Stunden die Woche. Macht richtig Spaß. Jetzt Skill Conditioning. Oh, guck mal, die Svenja ist immer zu halten. Das ist ja Wahnsinn.
Ich habe noch 5 Minuten. Also 30 Meter Handstand Walk und 12 Wall Walks, liebe Svenja. Mache ich nicht. Ich kürze ab, Jochen. Es tut mir leid, dass ich heute nicht auf dich höre. Können wir nicht alle abkürzen, bitte? Oh, jetzt ist er sprachlos. Scheiße. Wir tappen jetzt? Ich werde gleich rausgeschmissen. Nee, ich frage mich gerade, was ihr abkürzen wollt. Die Handstand Walks. Ich sag's gerade die Wall Walks weg. Nee, wir machen hier schon vernünftig Training. Das ist ja nicht bei Wünsch dir was. Ich habe aber immer Angst vor Handstand Walks. Ganz dolle. Frag mich mal. So, nochmal zu trinken. Für unsere junge Dagmar ist das kein Problem. Na, nee. Gar nicht. Und Druck im Kopf, Kreislauf ist gerade nicht so gut. Gestern also, wieder. Die 12 Minuten haben wir noch. Wir fangen mit der ersten Runde an. Sprich mit den 30 Meter oder 12 Warwalks. Okay. Benni, wie viel? Doch 12? Ja. Dann 21 Handstand Push-Up. Noch schnell Handstand Push-Up aufbauen. Da kann ich dann auch die Kippings üben? Ja, ne? Klar. Ja, Aufwand machst du in 21. Wie du die machst, ist dir überlassen. Okay. Dann. Oh. Zehn Sekunden. Oh mein Gott. Fangt einfach schon mal an, ich mache noch vernünftige Musik. Oh. Oh. Okay. Hat die Musik Gott sei Dank schon selber aufgehört. Sehr geil. War das auch schon wieder so ein Newcomer? Ja. Oh. Susi, hast du schon 12 Handstand Walk? So eine Scheiße. Da krieg ich echt ruhig, ganz ruhig. Was ist die Scheiße? Musik. Musik nicht. Ach so, die höre ich sowieso nicht. Susi, hast du schon 12 Warwalks gemacht, ja? Nein, mein Lieber. Ich bin nur noch bei den 21 hier. Naja, es geht aber mit den Warwalks los.
Ach, lass die Susi mal heute, bitte. Okay, jeder macht, was er Lust hat. 12 Minuten lang. Ausnahmsweise, bitte. Morgen nicht. Wenn es danach wird, würde ich die ganze Zeit bei euch bleiben. Ich muss kurz raus. Darf ich mich an die Wand legen? Weißt du was? Im Handstand? Darf ich mit dem Popo an die Wand? Eigentlich nicht. Versuch ohne. Tschüss. Ich hatte trotzdem Spaß. Danke. Ciao. Ciao, Svenny. Knappe 7 Minuten sind um. 5 Minuten noch Arbeitszeit. Coache euch ein bisschen. Ja. Kürzer die Zeit unten, Susi. Schneller wieder hochdrücken. Die Beine müssen eher runterkommen. Da geht's aber nicht mehr. Susi? Ja, aber wenn die Beine... Ja, Moment. Bei dir stimmt das Timing nicht ganz. Versuche, die Knie schon wieder kurz nach dem Lockout schon wieder runterzunehmen. Dass du in dem Moment, wo du unten den Boden berührst, die Knie schon am tiefsten Punkt hast und sofort wieder hochschließen kannst. Das ist aber in dem Moment geht mehr auf die Halswirbelsäule, verstehst du? Weil da noch der Druck der Beine mit zukommt. Weißt du, was mein Problem ist?
Ja. Also ich meine, der ganze Kipping geht auf die Halswirbelsäule, ohne Frage. Ich weiß genau, was du meinst. Wenn du es so kontrolliert machen willst, dann machst du, das ist in Ordnung. Dann bist du halt langsamer, aber alles gut. Gesünder ist es auf jeden Fall. Nicht so reinfallen lassen, kontrolliert runter, Susi. Aber es wird besser. Guck mal, jetzt habe ich dich schon weg. Dass du den Kopf durchschiebst, wenn du rausdrückst. Ja. Dass du den Kopf Richtung Halle schiebst. Okay. Dadurch fällst du nicht so schnell um. Okay. Alles klar. Ja, Eddie, übertreib's nicht, gell? Ja. Nimm dir lieber eine Rolle und rolle ein bisschen über den Halswirbel, wenn du da ein Problem hast. Dagmar, mach mal Pause, genau. Warte mal, Dagmar. Tu mal die Arme nochmal lockern und jetzt machst du mal einen strikten Handstand-Push-Up ohne das, was am Boden ist. Ich will mal gucken, ob du wieder ohne Hilfsmittel hochkommst. Einmal. Also ohne Unterstützung von der Tiefe her. Tief Luft reinpressen. Okay, dann war er weg. Okay. Also es reicht noch nicht ganz für einen, oder? Ja, es ist ein Punkt of no return. Ja, ich habe gesehen, das war so ein Stück, war das ungefähr über dem Boden und dann pupp, bist du durchgefallen. Ja, und ich habe versucht, weiter runter und dann war aber schon die Kontrolle weg. So. Absetzen aus dem Kreis, ja. Also wenn ich frisch bin, schaffe ich vielleicht zwei, ja, aber ich bin da auch ganz schlecht drin. Jawohl, Susi, Kopf, Kopf, Kopf. Immer das Kinn zur Brust drücken. Aber ich kipp gar nicht mehr so um. Es geht echt besser. Ja, gut. Ja. Sind wir jetzt über Handy bei dir oder warum ist die Verbindung jetzt so gut? Der hat noch mal, ich weiß das Wort jetzt nicht. Den nochmal. Router neu gestartet? Ja, irgendwie sowas. Okay. Weil jetzt ist die Verbindung sehr gut. Ja, jetzt ist sie perfekt. Aber am Montag war das ganz schlecht, schade. Ja. Da war ich echt nicht so schlecht. Nochmal Kopf durch, zack. Ja, ich will aktiv das Kinn Richtung Brust sehen. Jawohl, wunderbar. Ich bin durch. Ja, ich bin auch durch, meine Handgelenk macht es nicht mehr mit. Okay, 30 Sekunden, wer noch was machen will, ansonsten relax. Wir können gerne noch ein bisschen Mobility machen, wer Lust hat. Jeder macht eine Mobility-Übung, ganz entspannt. Ich habe Oberschenkel, Innenseite von gestern und rechte, linke Hüftseite irgendwie so da. So Nierenecke. Hier hinten der große Arsch. Quadrizeps. Der Quadrizeps, den merke ich ordentlich. Hinten auch. Bald passen mir keine Buchse mehr. Dann machst du eben ohne. Ja, die Sportbuchsen ist nicht das Problem, die Alltagshosen. Mancher. Hose wird überbewertet. Ja. Musst du Kleidchen anziehen? Du bist ja eh so ein Kleidertyp, Susi. Nein, ich habe kein Kleid mehr im Schrank. Schon lange nicht. Kleidchen und Schminken, das bist du. Ja. Und Kreolen.